Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wir sind weiterhin beschäftigt, unser tolles, übergeiles Baumhaus fertig zu bauen. Wir sollten das in dieser Folge ja noch schaffen. Und dann werden wir uns als nächstes um die Absicherung des Camps kümmern müssen. Denn wir hatten jetzt hier nachts relativ viele Kannibalen, die herumgelaufen sind. Von daher ist zu sagen, dass die Gegend hier verdammt unsicher ist. Ja, so sieht's aus. Aber es ist eine schöne Gegend, von daher, ich denke, das ist okay. Und wir können ja notfalls immer unten am Strand neue Flaschen holen und dann bauen wir uns mehr Molotow-Cocktails und dann nuken wir die Säcke einfach mal weg. Das wird schon, also am Ende wird's aus, denke ich. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein relativ gutes System sozusagen gefunden für mich, das gut funktioniert. Und wir setzen uns ja, denke ich, auch recht wehrhaft gegen sie durch. Dann passt schon. Das passt schon alles. So. Na? Wo ist mein Loxlet? Den habe ich da hinten geparkt. Ist vielleicht nicht so der beste Platz. Den werde ich also mal sicherheitshalber mit vornehmen. Zack, zack. Bumm, wir drehen nochmal um. Denn wir sind jetzt da hinten und fällen hier hinten wieder Holz. Bäume. Holz fällen. Bäume fällen. Bäume fällen. Wir fällen Bäume, genau. Das passt schon. Stickies sammeln wir offensichtlich auch noch in Massen. Ah, jetzt sind wir voll. Hab mich schon gewundert. Die sind doch voll. Aber Steine. Steine können wir noch gebrauchen. Oh, da ist noch ein Holzstück. Da schau einer an. Ist vielleicht noch was runtergerollt? Man weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben ja echt eine gute Gegend gefunden. Das sind viele, viele, viele Rohstoffquellen hier in der Nähe. Massenhaft Wald. Und vor allem ist es halt clever, wenn wir hier jetzt weiter weg von unserem eigentlichen Haus abholzen. Das taugt dann. Was? Ich kriege keine Infektion, aber ich bin schon wieder ziemlich am Ende. Das heißt, wir müssen nach der Runde jetzt unbedingt eine Feuerstelle errichten. Dann hauen wir uns da mal so einen Ledger den Hasen hin. Und dann passt das hoffentlich. Na, fall, lieber Baum. Ich glaube, das ist nicht so klug, wenn man immer die Dinge nimmt, die, also die als erstes nimmt, die so nah dran sind. Ich glaube, man sollte da erst zu denen hingehen, die weiter weg sind. Oh. Jetzt habe ich doch in direkter Nähe abgeholzt. War jetzt nicht so klug. War jetzt wirklich nicht so klug. Und das ist auch nicht klug, sich jetzt dann hier hinzustellen. Wir rennen mal weg. Zünden mal schnell unsere Effigies an. Wir droppen das schnell. Dann Effigies brennt. Hallo? Genau. Habt Angst vor mir. Und bleibt mir fern. Und wieso sind die eigentlich auch am Tag hier unterwegs? Die sind ja echt penetrant nervig. So, wo möchte ich denn dann gerne mein Feuer haben? Direkt vor der Haustür? Oder hier dann so? Ich denke, das Feuer wäre geil neben dem Baum. Von daher sehen wir doch mal nach. A longer lasting fire that you can also relight if it goes out. Standing fire? Ah, okay. Bonfire, glaube ich, lassen wir mal. Bonfire muss wirklich nicht sein. Und das bauen wir hier hin. Finde ich sehr schön. Und wir haben fast alle Materialien, bis auf natürlich Steine. Aber, weil wir ja klug sind, haben wir ein Lager hier errichtet. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal rein und ich würde sagen, wir machen erstmal hier das leckere Meat. Und das sollte dann auch erstmal reichen für die nächste Zeit. So, sind die mittlerweile weg? Halt, Feder, bleib da.
Dankeschön. Ich glaube, die sind mittlerweile wieder weg, ne? Ja. Und dann kann ich auch den Logsled abholen und dann machen wir mal weiter. Wobei, wir könnten hier hinten eigentlich auch noch anfangen, so ein Large Effigy zu bauen. Hier so vielleicht. Da. Genau. Das machen wir. Ich meine, solange wir jetzt hier Leichen rumliegen haben. Warum denn nicht? So, wo sind denn die Effigies? Arm Effigy. Small Effigy, Large Effigy. Mann, werden wir da viel brauchen. Da werden wir echt noch lange beschäftigt sein, das zu bauen. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir sammeln hier gleich mal wieder Sachen ein. Liegt ja viel rum auf dem Boden und wir haben es nicht geschafft, das Haus fertigzustellen bis zum Nachtanbruch. Verdammte Axt. Dann sollen wir mal schnell noch was essen. Ach, das ist auch nur noch ein Tor, so, da ist nichts mehr dran. Dann würde ich sagen, wir entsorgen den mal. Oh, da unten ist sogar ein Boot. Ey, das ist doch echt die beste Stelle. Das ist doch wirklich die beste Stelle. Und wieso hat das jetzt nicht gereicht mit dem Essen? Waren wir jetzt zu hungrig? Ich meine, das kann natürlich auch sein. Aber wir werden es weiter probieren. Und wir haben jetzt das Haus nicht fertig bekommen vor Nachtanbruch. Das ist etwas problematisch. Keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Da bin ich jetzt aktuell ein klein wenig ratlos. Das bedeutet wohl, dass wir mal wieder eine Nacht im Freien verbringen müssen und uns eventuell dann mit denen rumschlagen müssen, die dann, also mit den bösen Eingeborenen. Was? Ich will's essen. Kein Ding reinwerfen. So sieht's doch ganz gut aus. So ist unser Effigy. Nee, das ist das Falsche. Will unser Effigy anzünden, Mann? Wo haben wir das denn stehen? Da steht's. So, habt Angst, meine Freunde. Habt Angst. Und dann bleiben die uns jetzt hoffentlich mal diese Nacht fern. Schön wäre es ja. So recht dran glauben tue ich aber noch nicht. Ich gehe jetzt, ich renne jetzt einfach mal hin zu dem Effigy. Vielleicht schützt mich das irgendwie. Und ich vermute, dass ich eher mal Molotow-Cocktails wieder auspacken sollte. Kommt her. Ich meine, ich lege mich gerne mit euch an. Ich fackel euch Biester schon ab. Ja! Wieder einen. Und noch einen. Na, das läuft doch. Ich würde sagen, so kriege ich. Nein, bitte nicht darunter fallen. Und dann komm. So, ich muss mal ganz schnell ein bisschen Medizin futtern. Nicht darunter fallen, Mann. Könnt ihr bitte mal. Toll. So, dann tragen wir den mal Richtung Feuer. Dann werden wir hier mal die ganzen Leichen aufstapeln. Leiche Nummer 1. Dann lag hier doch noch eine rum. Genau. Zack. Leiche Nummer 2. Und haben wir nicht hier irgendwo noch Leiche Nummer 3 liegen? Leiche Nummer 3. Super Sache. Und war hier nicht noch Leiche Nummer 4? Ey, wir sind ja voll die Killer, ey. Wir sind die absoluten Killer.
Von nicht daher würde ich jetzt mal sagen, wir müssen hier jetzt nicht mehr so viel befürchten. Wir haben, glaube ich, hier gerade ein halbes Camp ausgelöscht. Und wir werden gleich mal für Nachschub sorgen. Und ich würde sagen, einer geht noch. Ah, da geht sogar noch einer. Gut. Hier wieder aufmunitioniert. Und den nehme ich mich dann jetzt am Morgen an. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo mein... Hier mal ins Inventar, schnappen uns das hier. Und dann suchen wir mal den tollen Logsled. Der muss ja irgendwo hier geparkt sein. Da ist er. Dann könnten wir es vielleicht doch noch schaffen, jetzt in der Nacht, nachdem hier alles relativ sicher ist, fertig zu bauen. Und am nächsten Morgen bauen wir dann noch unser gigantisches Effigy fertig. Und dann bleiben diese Idioten uns hoffentlich fern. Dann können wir hier alles weiter ausbauen. In Frieden, hoffentlich. Aber das wird schon werden. Ansonsten müssen wir hier mal wieder ganz klar zeigen, wer hier der Boss ist. Und das sind definitiv nicht mehr die Eingeborenen. Jetzt haben wir aktuell die Oberhand gewonnen. Finde ich gut. Na? Noch 9. Dann werden wir hier mal schön das Effigy wieder anzünden. Gut. So, liebe Leute. Dann mal weiter am Takt. Wir müssen jetzt irgendwo da hinten hinfahren, wo wir noch was sehen können im Mondlicht. Und dann hauen wir dort noch einen Baum um. Ah, jetzt bin ich natürlich direkt an den drauf gefahren. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Dann mal weiter im Takt. Ah, da ist gut. Ich glaube, da sieht man was und das sind gleich 2 Bäume, das passt. Ja. Ist aber halt auch recht nah, ne? Na, wobei, das wird ja alles wieder nachwachsen, dann ist alles gut. Oh, es sind sogar 3 Bäume. Sehr schön. Dann rein ins Inventar, Axt raus und machen wir das Ding mal weg. Wäre natürlich toll, wenn wir hier noch so ein paar Bärenbüsche finden würden. Das wäre wirklich klasse. Könnten wir uns regelmäßig nämlich mal wieder aufsnacken und dann wären wir wieder deutlich fitter. Man sieht schon, also der ist ein bisschen am Ende. Baum fällt, das ist schon mal gut. Und ich werde mich jetzt mal aufmachen und ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich cleverer, wenn man erstmal die Sachen, die nach ganz unten rollen, einsammelt. Den Rest findet man leichter, denn der entfernt sich ja nicht so weit von der Stelle, wo man war. Aber hier, ist hier noch nicht was rumgerollt? Ich hätte schwimmen können, dass hier noch so ein Stückchen Baum war. Nee, nur ein Ast. Äste habe ich aber mittlerweile mehr als genug. Da liegt doch auch noch ein Stück Baum. Mann, Mann, Mann. Und hier liegt sonst noch was? Ja, hier liegen auch nochmal 2. Zack. Und dann würde ich sagen, können wir gleich noch einen umhauen. Alles kein Problem, wir machen das. Ich hätte Durst, dann kippen wir uns nochmal wieder ein Soda rein. Im Moment ist es unglaublich friedlich. Also ich denke, wir haben hier tatsächlich genügend ausgelöscht, dass hier nicht mehr so viele Patrouillen rumlaufen können. Und wir haben ja noch unser Effigy dort hinten brennen. Das schreckt sie vielleicht zusätzlich ab. Ich meine, wenn plötzlich eure Freunde nicht mehr wiederkommen würden und dann da überall ja eben solche Köpfe und was weiß ich was alles rumliegen würden, da würdet ihr doch auch nicht zurückkommen. Wieder auch doch erstmal sagen, ja, ich lass mal gut sein. So, das haben wir auch noch weg und dann denke ich, dann passt das erstmal. Dann fahren wir unser Wägelchen zurück. Und dann haben wir jetzt mittlerweile genügend abgeholzt, dass wir zumindest das Haus fertig haben. Das ist doch schon mal geil.
Das Large Effigy, das wird, glaube ich, noch einiges an Arbeit kosten. Dafür werden wir noch ein paar Ureinwohner über den Jordan wandern müssen. Denn wenn ich hier sehe, also Arme haben wir alles, Joblegs haben wir auch gleich alles. Aber wir haben halt keine neuen Köpfe. Da müssen noch ein paar sterben. Da müssen noch ein paar draufgehen. So. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Reicht eine Fuhre? Reicht auf alle Fälle. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir allerdings wieder zurückfinden, wo wir waren. Da bin ich gerade ein bisschen unsicher. Es ist zu dunkel. Zur Not muss ich halt mal die Taschenlampe rausholen und dann müssen wir uns mal umsehen. Vernünftig. Ja, ich glaube, ich muss sie sogar rausholen. Das machen wir mal. Ach, da liegt auch noch eine Leiche. Gott. Was habe ich nur getan? Ich sehe das Holz nicht. Ich sehe die geschlagenen verdammten Bäume nicht. Aber das war schon hier, oder? Gut, rein ins Inventar. Dann mal die Taschenlampe rausgeholt. Mit der sieht man dann deutlich besser. Ach, hier war's. Gut, dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt hier erstmal schnell zwei so Baumstämme, ne? Bauen das Teil fertig und dann ist erstmal gut. Dann schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Yay! Klettern wieder mal hoch. Kletter, kletter, kletter. Na? Sehr schön. Jetzt habe ich also hier ein Haus gebaut, wo man nicht schlafen kann, oder was? Doch, kann man. Hier. Wir schlafen einfach mal. Ist das jetzt gut oder schlecht gewesen? Das heißt vermutlich, dass dort unten irgendwo fiese Leute sind. Und ich find's doof, dass das hier dann nicht vernünftig entkernt wird. Mit dem ganzen Gestrüpp, das müsste weg, weil so sieht das echt scheiße aus. Vielleicht machen die das noch. Wir schlafen trotzdem nochmal weiter. Jetzt ist definitiv der nächste Morgen. Dann mal runter hier. Das. Ja. Ich weiß nicht, was immer mit diesen Frauen los ist, aber die sind komisch. Die haben mittlerweile echt alle Schiss und meine Leichen haben die aber nicht mitgenommen, ne? Nee. Gut. So, was brauche ich denn jetzt für die tollen Leichen noch? Also für mein teures Effigy, besser gesagt. Ich bräuchte hierfür. Rocks habe ich mittlerweile genügend. Ich bräuchte Arme, ich bräuchte Köpfe und noch Beine. Beine habe ich gleich. Arme auch. Das war Bein Nummer 1. Na? Das war ein sehr flinkes Bein. Na komm. Genau. Bein Nummer 2. Dann möchtest du noch ganz gerne Arme haben. Können wir machen. Gehen wir hier noch hin. Du hast ja noch einen weiteren Arm. Glücklicherweise bist du nicht behindert. Dann noch ein Kopf. Ach, das ist so eine schöne, befriedigende Arbeit. Komm doch, wenn du dich traust. Komm doch, wenn du dich traust. Du weißt aber schon, dass du gleich hier fackeln wirst. Oh. Das fackelt mir jetzt hier offensichtlich nicht im Wald ab, ne?
Mein Baumhaus? Mein Baumhaus! Nein! Ach gut, ist es ausgegangen. Klasse. Und wir haben übrigens gerade zwei mit einem Streich erledigt, falls ihr das so gesehen habt. Voll cool. So, wo ist denn jetzt mein Average? Hier. Ihr macht es mir ziemlich leicht, Leute. Ihr macht es mir ziemlich leicht. Na, guck dir, ne? Da guck dir. Das passiert, wenn ihr euch mit mir anlegt. Aber wo ist denn jetzt mein tolles, großes Latsch-Effigy, zu dem ich hin wollte? Ach, da ist es. Da ist es. So, ich bräuchte noch Köpfe und... Geh mal rein ins Inventar. Ich glaube, die Axt reicht jetzt erstmal. Müssen wir jetzt gucken, dass wir hier viele Leichen einsammeln können. Köpfe und Arme. Okay, kriegen wir hin. Ich sagte, kriegen wir hin. Genau, triff. Na, passt doch. Kannst du bitte mal deinen Arm jetzt verlieren? Na? Genau, den Kopf wollte ich. Und einen Arm noch. Ach so, da ist er schon. Da ist er schon. Und wo ist jetzt mein Effigy? Da. Da ist mein Effigy. Läuft, würde ich sagen. Dann lag hier doch gerade noch hier irgendwo eine Leiche rum. Ja, da. Und weg mit dem Arm. Ich wollte eigentlich den Kopf haben. So. Es werden nur noch 6 Köpfe benötigt. Ja, Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Gucken wir uns um. Der müsste doch völlige Panik kriegen, wenn hier überall die Leichen seiner Kollegen liegen. Und dann wandert der hier immer noch völlig gechillt rum. Hat der sie nicht mehr alle? Ja gut, wenn du sterben willst. Hast du kein Problem mit. Ja komm. Idiot. So, andere Axt. Hat noch nicht gereicht. Jetzt aber. Köpfe werden rollen. Oh, das ist ein super Titel für die Episode. Köpfe werden rollen. Sehr schön. Gut, wieder 2 Köpfe mehr. Heißgeliebtes Effigy. Wir bräuchten noch immer Arme. Ach, Arme auch noch. Oh. Dann haben wir hier wieder einen Arm. Komm doch mal, mein Freund. Reich mir doch mal deine helfende Hand. Ja, nicht lustig, ich weiß. Hast du sogar... Ey! Kopf, komm zu mir. Und dann müssen wir dringend was essen, sonst fallen wir hier noch tot um. Nee, du. Bitte, bleib weg. Ich will nur deinen Kopf. So. Wir schaffen das. Hier liegen so viele Leichen rum. Da wird doch irgendwo noch ein Arm und ein Kopf dabei sein. Wo war jetzt das kluge Tier hier? Ja, der kluge Typ ist offensichtlich verschwunden. Schade. Dann hier noch ein Köpfchen. Na, bleib doch da. Dankeschön. Und noch ein Arm. So. Lauter Torsen. Noch ein Arm. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bräuchte noch ein paar Köpfe.
Komme ich denn daran? Du hast schon den Kopf verloren. Irgendwo sollten wir es jetzt hier sehen. Genau, da ist das FEG. Dann hauen wir das jetzt dahin. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch drei Köpfe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich doch noch hier genügend Eingeborene gekillt hatten in dieser letzten Nacht. Das heißt, die müssen sich doch irgendwo auftreiben lassen, die drei Köpfe. Dann hätten wir das große, extremst furchteinflößende Effigy. Die Urmutter aller Effigies sozusagen. Ich weiß nicht. Scheint nicht zu laufen. Dann machen wir lieber mal was zu essen. Was machen die denn hier ständig? Hier ist mir definitiv viel zu viel Durchgangsverkehr. So, dann werden wir jetzt mal einen Raw Lizard hier draufhauen. Gucken wir mal. Wir müssten uns auch um Nachschub bemühen demnächst. Das heißt, es wäre jetzt wahrscheinlich clever, einen Bogen zu bauen. Ich glaube, das war. Nein! Das war ein Vogel. Das war ein Vogel, der mir mitten so ins Feuer geflogen ist. Und hier massenhaft Federn verloren hat. Ich meine, soll mir recht sein. Jo, der Lizard scheint relativ gut zu sein. Gut bekömmlich und wir sind wieder voll. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir wirklich gucken, was wir noch machen könnten. Allerdings glaube ich, dass wir das nicht mehr in der jetzigen Episode machen werden. Denn wir sind schon wieder bei 27 Minuten fast. Von daher verabschiede ich mich mal und ich wünsche euch was. Ciao.